Good morning, everybody. Kennt ihr Lydia Miller oder Millen? Die fängt immer so an. Good morning, everybody. Ja, das, wenn ich dann mal groß bin, werde ich das genauso tun. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute mit euch einen zweiten Look mit der Love-Palette schminken. Und zwar, wie ihr vielleicht schon am T-Shirt erkennen könnt, möchte ich gerne mal so ein richtig schönes, strahlendes Blau. Und ja, ich sage euch vielleicht noch ganz kurz, was ich auf meinem Gesicht habe. Und zwar habe ich hier mit Elf so ein bisschen geprimed. Nein, fangen wir so an. Ich habe meine Feuchtigkeitspflege aufgetragen und natürlich Sonnenschutz. Das mache ich jeden Tag. Auch wenn ich im Raum bin, mache ich es trotzdem. Dann habe ich halt eben hier diesen Stick aufgegeben. Der heißt Pore Toner Balm von Elf. Habe von Catrice das HD Liquid Radiance. Das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr schön. Und unterm Auge habe ich hier von Bourjois diesen Radiant Concealer, finde ich auch klasse. Und das Ganze ein bisschen abmattiert mit dem Catrice Loose Extreme Blur Loose Powder. Super toll. Und auf den Lippen habe ich hier von Dafin so ein Lippenöl, was extrem pflegend ist. Und das mache ich mir eigentlich immer drauf. Und wenn ich dann später zu den Lippen komme, tupfe ich es ein bisschen ab und mache den Lippenstift drauf. So, nur damit ihr, falls ihr Fragen habt, dass ihr halt einfach das, dass ihr das einfach wisst. So, und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn es euch gefällt, dass ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert. Dann verpasst ihr auch, und dann das kleine Glöckchen aktivieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft kein Video mehr von mir. So, und jetzt viel Spaß beim Video. So. Ich nehme euch immer die Namen. Also ich würde erstmal hier anfangen hier so mit Moody, das ist so eine Transition-Farbe oder eine schöne Farbe für die Crease. Dann hier kann man damit ein bisschen ausradieren mit dem Bone, Knochenfarbe. Dann gehen wir noch ein bisschen hier in die Farbe, um das ein bisschen wärmer zu machen und das. Und dann natürlich hier die Star of the Show ist Mavi. Das ist hier dieses wunderschöne Kobaltblau. Und ja, jetzt fangen wir einfach mal an. Dazu nehme ich nicht meine Hakuhodo-Pinsel, weil mir die zu wertvoll sind, ganz ehrlich, sondern ich nehme halt Morphe-Pinsel. Die sind auch sehr viel länger vom Stil her, aber die sind wirklich auch gut. Ich habe mir hier einige gekauft, ich zeige euch die mal, falls es euch interessiert. Wobei, da ist noch ein Da Vinci dabei, der hier, das ist ein echter Pinsel. Und die Jungs hier, das ist alles, na, das ist ein Sigma-Pinsel, darf ich auch nicht lügen. So, und das sind die Pinsel, die ich mir mal gekauft habe in Amerika. Seht ihr, da hängt schon ein bisschen Haar raus. So. Und wir fangen mal halt mit diesem hier an. Und später für die Crease ist das ganz gut. Also wir gehen erstmal in Moody. Immer so ein bisschen abklopfen. Und dann einfach in der Crease rechts, links und auch so ein bisschen kreisende Bewegungen oben, um das Ganze gleich zu verblenden. Also rechts, links und dann immer so kreisende Bewegungen, um das oben zu verblenden. Und das könnt ihr so lange machen, wie ihr das Ganze aufbauen möchtet, je nach Intensität. Jeder hat eine andere Farbe als Grundlage. Übrigens habe ich auch auf dem Augenlid den Concealer aufgetragen und auch ein bisschen abgepudert. Einfach, dass das alles halt sehr eben ist und eine einheitliche Grundlage hat. Dann kann man auch die Farben kommen dann besser raus. Ne? Nur so als Information noch. So, rechts, links, blenden, 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 blenden. Und man kann natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen, kann auch hier so in diese Bone Color geben, die ist auch nicht schimmernd, sondern matt. Man kann es oben hier nochmal so ein bisschen ausblenden. Ich mag das ganz gern unterm braunen Bogen schon, dass es halt liftet, aber auf alle Fälle matt, dass es halt nicht so, naja, disco-mäßig aussieht. Sondern für den Alltag finde ich das schöner und dann wieder ein bisschen in Moody. Und noch ein bisschen nachgeben. Dann nehme ich mir einen kleineren Pinsel hier, so ein Pencil Brush, und gehe hier in die Farbe Scorpio. Das ist ein ganz dunkles Braun.
Und gehen wir hier so am äußeren Augenlid und gebe das hier so ein bisschen auf. Die Farbe muss man auch ein bisschen aufbauen. Es gibt ja Farben, da hat man sehr schnell viel Farbe auf dem Pinsel. Die ist eher auch, dass man sie aufbauen kann. Was ja nichts Schlechtes ist. Dann vermalt man sich nicht so schnell. So. Und dann, ganz einfacher Look, gehen wir hier mit zum Shader in die Farbe Mavi. Und ihr seht, da kommt schon viel auf den Pinsel drauf. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie noch dunkler ist. Lässt sich aber sehr schön auftragen und hat überhaupt kein Fallout, weil es halt eine, seht ihr vielleicht hier, weil die halt eben so einen metallischen Look eher hat. Also das kommt gar kein Fallout, das sehr schön ist. Weil bei so einer Farbe mit Fallout wäre fatal. Tolle Qualität. Ich gebe es halt eben so, ne, so bis zum über die Mitte hinaus. Also lässt sich wunderbar auftragen und man sieht, dass die überhaupt keinen Fallout hat, was eine sehr, sehr gute Qualität ist und auch ohne, dass man den Pinsel nass machen muss oder die Farbe nass aufträgt oder auch mit dem Finger aufträgt, da wird es ja meistens besser. Also man kann es wirklich wunderbar nur mit dem Pinsel auftragen und das ist richtig, richtig toll. Bombenqualität, ganz ehrlich, super. Und dann gehen wir nochmal mit so einem kleinen Pencil Brush in Scorpio und verblenden noch so ein bisschen den Rand. Ihr könnt auch hier noch mal drüber gehen. So ein Härchen hier, damit sich das so ein bisschen verbindet. Und jetzt gehen wir noch mal mit Mutti. Auch mit dem gleichen Pinsel unten. Und verbinde das Ganze nach oben. Was hängt denn da rum? So, und dann könnt ihr nochmal mit dem ersten Pinsel, den ihr hattet, nochmal darüber gehen und das Ganze nochmal schön verblenden. Gehen wir mit so einem ganz zarten, also mit schönen, schrägen Pinsel nochmal in die Farbe Scorpio und machen so ein bisschen Eyeliner. Und auch unten. Aber nur so im ersten Drittel. So. So, das wäre es eigentlich schon. Jetzt mache ich mal das andere Auge und bin gleich. So, ich habe jetzt mal so ein bisschen noch Contour aufgetragen, beziehungsweise Bronzer und so ein bisschen Blush und Highlight. Und zwar habe ich da auch wieder diese Contour-Palette genommen von Love, die wirklich sehr, sehr schön ist. Und ihr könnt diesen Bronzer wirklich sehr gut aufbauen. Also der ist nicht so stark pigmentiert, da müsst ihr ein bisschen öfters reingehen. Aber das ist sehr, sehr schön, dass er nicht gleich zu
zu starke Balken irgendwo im Gesicht habt und halt dieses Blush, ganz toll. Und eins meiner absoluten Lieblings-Highlighters auch für reife Haut ist einfach der von Essence. Wunder, wunderbar. Ganz großartig. So, und ich habe aufgetragen, weil das ja eigentlich nur so ein Nebenkriegsschauplatz ist, hier wir unten immer die Catrice. Und dann von Lash Paradise diesen Primer als Grundlage und habe dann verwendet hier die Iconista Wimperntusche. Die ist auch neu von Catrice. Und ich mag die deswegen halt, wenn ich den Primer verwende, weil das halt so ein sehr schönes Bürstchen hat, so ein Kunststoffbürstchen, was die Wimpern sehr schön trennt. So, und jetzt machen wir zu den Lippen. Ihr seht, ich habe noch mein Lippenöl drauf. Das mache ich jetzt ein bisschen weg. Aber meine Lippen fühlen sich wunderbar zart und durchfeuchtet an. Und wir machen das gleiche wie gestern, einen Lip Liner, dann wieder hier von MAC, den Sweet No Sugar, diesen Puder Lippenstift. Wir nehmen aber heute mal einen anderen Lip Liner, der mehr bräunlich ist. Mal gucken, wie das aussieht. So, tolle Farbe. Also das Finish ist wirklich wie Puder, wie Samt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, das wäre eigentlich so der Finish-Look, was man jetzt noch machen könnte. Wäre zum Beispiel einen schwarzen Kajal-Liner. Das mache ich auch nochmal oben, so ein bisschen Tightlining zu machen. Das macht die Augen natürlich schon sehr viel kleiner. Aber ich finde, zu so einem eher dramatischeren Look kann man das schon mal tragen. Finde ich das sehr schön. Was sagt ihr? Gefällt euch der Look? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr noch einen anderen Look haben möchtet, ich glaube, jemand hat noch gesagt, rot würde euch interessieren, dann mache ich gerne noch mal einen roten Look. Ansonsten, wie immer, ihr könnt jetzt zum Beispiel, könnte man jetzt noch mal so einen Topper drauf machen, von den beiden hier, auf das jetzt noch mehr schimmert und knallt. Das könnte man zum Beispiel noch machen. Ah, was wir vergessen haben, den Inner Corner Highlighter. Meine Güte, wie konnte ich nur. Dann nehmen wir mal den hier. Das ist die Farbe Pamuk. So. Finde ich auch großartig. Also gibt noch mal einen extra Kick. Ja. So, ihr Süßen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder ob ihr noch einen anderen Look haben möchtet und wie auch immer. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ihr schreibt. Ansonsten, wie immer, bleibt gesund, werdet gesund. Bis bald. Tschüss.